Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Battle of Z hier bei Crushed World. Wir gehen hinein. Nach einer ziemlichen Fehlparade. Zuletzt noch bei Macht der Wiederbelebung. Machen wir jetzt weiter mit Mission, Nebenmission 19 der Super Saiyan. Oder einfach, ja, Nebenmission in der Freezer Saga. Weil wir haben jetzt beschlossen, erstmals nebenmissionstechnisch ein bisschen weiterzumachen. Gut, wir nehmen mich denn als Einzelspieler natürlich mal wieder Freezer. In seiner finalen Form. Diesmal aber als Partner. Man kann sich natürlich auch als Partner die anderen Formen von Freezer aussuchen. Finde ich auch ganz cool, aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt wirklich alle nehmen möchte. Wenn, dann versuche ich doch wirklich wieder verschiedene Charaktere zu setzen. Und ich nehme natürlich wieder Skinshu, Sonderkommando, Butter, Jace und Guldo. Schauen wir mal, ob ich sie vielleicht irgendwie noch umändern könnte. Bei Charakterinfo geht das ja. Weil es könnte sein, dass wir irgendwo neue Karten bekommen haben. Nee, ich glaube, das geht aber nicht. Aber lassen wir das. Lassen wir es so, wie es ist. Versuchen wir uns bei der Mission. Wahrscheinlich werde ich mich wieder anstellen wie ein Lappen, weil ich nicht weiß, wie es gehen soll. Aber probieren geht über studieren, wie es so schön heißt. Ich hoffe nur, ich kenne noch die Steuerung, weil ich habe schon eine Weile nicht mehr gezockt. Also, los geht's! Schauen wir uns das mal an, was uns diese neue Mission so bringen wird. FP, ja, okay, ist gut. Oh, ich hoffe nur, das Mikro habe ich jetzt nicht zu hoch gestellt, weil ich spiele die ganze Zeit immer den Popschutz an meinem Kinn und das nervt irgendwie ein bisschen. Metacooler. Ah. Das ist dieser, dieser mechanische Cooler aus dem Film. So. Da sind sie wieder. Skinshu Sonderkommando mit Freezer. Meint ihr? Oh oh. Oh oh. Das ist diese Stelle, wo. Ja, aus der TV-Serie, wo er gerade Freezer dabei war, Vegeta zu töten. Aber das darf jetzt natürlich nicht zugelassen werden. Also, das konnte Son Goku natürlich nicht zulassen. Er ist dann rechtzeitig erschienen, aber Vegeta ist dann trotzdem gestorben, weil er ihn den Gnadenstoß verpasst hat. Und Son Goku und Vegeta hat ihn dann noch darum gebeten. Oh Mann, diese blöde Kaioken-Attacke. Na warte. Jetzt reicht's aber. Alter, hörst du mal auf damit? Mann, helf mir mal einer. Das kann nicht wahr sein. Ich kassiere ständig. So. Und jetzt kriegt aber Son Goku eine. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn zuerst mal erledigen sollten, bevor wir uns, den anderen widmen sollen, weil ich habe das Gefühl, dass was passieren wird, wenn es jetzt wieder so ähnlich läuft wie in den anderen Missionen, so ähnlich blöd, dann, ja, schaut schlecht für uns aus und ich möchte nicht dasselbe Desaster nochmal erleben. Deswegen werde ich versuchen, Son Goku nochmal zu erledigen. Vielleicht ist es ein Fehler, weil ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber vielleicht mache ich es richtig. Kann sein. Und jetzt, dann hat Vegeta ihn noch bei seinem. Oh Mann. Er ist jetzt bitte schon wieder gestorben. Hallo. So, lasst mich ihn wieder beleben. Dankeschön. So. Oh Mann, hört doch mal auf zu ballern. So, wo ist jetzt bitteschön, Son Goku? Nein! Ah! Schon wieder diese Kaioken-Attacke, jetzt reicht's! Boah, Super Kamehameha, shit! Na warte. Das büßt mir aber jetzt gewaltig. Achtung, Super Todesball! Und den weicht er natürlich aus, ich kann's ja nicht glauben. Und, was zur Teufel? Er ist jetzt schon wieder K.O.? Verdammt! Chess. Ah, ich hab nur rechtzeitig. Ich bin auch gleich down. Hilf mir einer. Danke. So, jetzt muss ich gleichzeitig auch irgendwie dann den nächsten anvisieren.
So. Nein, Vegeta, lass mich in Ruhe! Shit, ey. Boah, ey. Das ist echt nicht zu fassen. Na, warte. So, jetzt aber bitte. Darf ich? Bam! Und Son Goku ist down. Weitere Gegner? Was? Wer kommt jetzt noch? Wie viel muss man denn da erledigen? Oh, hoffentlich ist es nicht wieder so ein Endlosschleife. Nein, das ist so ein Gohan, der dazugekommen ist. Ich verstehe. Bam, so. Und jetzt mal noch schnell den Todesstrahl. Habe ich Krillin erledigt? Ja. Was? Wie viel kommen denn noch? Ach, das ist Piccolo. Na toll. Kommen jetzt alle dazu? Bam. Fuck. Alter Schwede, ich kassiere hier ständig. Ich wollte auch noch etwas zu Ende ziehen, aber das Spiel lenkt mich zu sehr ab. Also, wie geht er denn noch, bevor er starb, darum gebeten, dass Son Goku Freezer erledigen soll und für die Saiyajins Rache nehmen soll. Naja. Und ja, Son Goku war natürlich auch noch versucht, sich an das Versprechen zu halten und hat anfangs sich noch gegen Freezer gut durchsetzen können, aber da er seine Kraft gesteigert hat, sah es für Son Goku schlecht aus. Da musste er auf die, Genki-Dama setzen. Und nach dem Einsatz der Genki-Dama sah es kurz gut aus, aber dann, so, bitte, gib dir den Rest. Ja, bitte, es war's das jetzt. Nein, der lebt immer noch, das gibt's nicht. Was hält er denn durch? So, Piccolo. Was? Oh, Mann. Sparta. Nee, ich komme zu spät. Und ich bin auch gleich down. Verdammt, ey. Oh, der ist jetzt gleich die Höllenspirale ein. Der ist doch wahnsinnig. So, darf ich auch? Bumm. Ja, Kid Gohan ist der Nächste. Oh, da werde ich vom Piccolo beballert. Wieso habe ich eigentlich einen kleineren Countdown als die anderen? Wahrscheinlich, weil ich der Einzelspieler bin und eigentlich weitaus besser spielen müsste als die Computerpartner. Wer war das? Du! Jetzt reicht's aber. Jetzt kassierst du... War das jetzt ich? Alter! Jetzt wirst du mal paralysiert und bekommst noch einen Todesstrahl ab. Bam, 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 bam. Yeah! Und jetzt... Du! Boah, beinahe habe ich ihn komplett erledigt. Alter, hat das Schaden gemacht. Und das war's auch. Yeah! Jetzt haben wir es geschafft. Woo! Nicht schlecht. Ich habe zwar ein paar Leben gelassen, aber es ist besser abgelaufen, als ich erwartet hätte. Weitaus besser sogar. Mal sehen, ob wir vielleicht sogar einen neuen Charakter freigeschaltet haben. Ich würde das wirklich abfeiern, wenn dem so wäre. Oh, Genki-Anfrage. Hast du jetzt auch noch bei Freezer? So, Todesball. Und noch mehr. So, so viel wie nur geht. Komm, 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 komm. Die 100 schaffen wir wieder. Ja, mehr als 100 können wir nicht schicken. Aber was soll's. Oh ja. Naja, obwohl Freezer auch mit der mächtigen Genki-Dama getroffen werden konnte, hat er das leider überlebt und ja, hat dann noch Krillin getötet, Piccolo außer Gefecht gesetzt und Krillin getötet und das hat natürlich Son Goku solche Wut verleiht, dass er dann zum Super Saiyajin mutiert ist. Oh, die dritte Form von Freezer, cool! Sehr schön. Dann glaube ich, haben wir ja schon alle, bis auf die ultimative Form. Die fehlt auch noch. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir gleich die nächste Mission. Der furiose Son Goku. Ah, jetzt treten wir doch gegen ihn als Super Saiyajin an. Tschüss. Sollte ich da Freezers? Sollte ich vielleicht mal eine andere Karte auswählen? Achso, stimmt ja. Ich muss erstmal eine Mission auswählen, bevor ich die Karte wechseln kann. Dass es so umständlich sein muss, dass man nicht selber vorher noch entscheiden kann, welche Karte man nehmen soll, aber... das ist ja auch so vorbestimmt. Das sollte auch so sein. Vielleicht sollte ich auch mal mit jemand anderem spielen. Nee, gegen Son Goku möchte ich doch lieber mit Freezer spielen.
Ist mir lieber, oder sollte ich doch mal jemand anders reinlassen? Schwierig. Ach komm, ich bleib bei Freezer. Oder spiel ich mal einen vom Ginshu Sonderkommando. Ich frag mich, wie ich auch überhaupt Rikom und Ginshu noch freischalten kann. Ich glaube, ich habe mich mal auch informiert und ich habe erfahren, dass man höhere Ränge bei bestimmten Missionen erreichen muss, um bestimmte Charaktere freizuschalten. Und gerade eben habe ich auch nur A-Rang erreicht gegen also in der Mission. Ich denke also, dass ich und mindestens S-Rang braucht man für bestimmte Charaktere auch nur zusätzlich. Da habe ich mich noch ein bisschen erkundigt. Und ja. Bei so manchen Missionen brauche ich anscheinend höheren Rang, aber ich möchte eigentlich auch nicht die 100% spielen. Deswegen denke ich, dass das jetzt nicht dabei sein wird. Nein. Deswegen mache ich das jetzt nicht so. Ich mache zwar alle Missionen, aber ich werde wohl nicht alle Charaktere freischalten. Das mache ich dann eher offscreen. Weil, wenn ich mal in eine brenzliche Mission gerate und mir ein wichtiger Charakter fehlt, dann werde ich wohl offscreen versuchen, eine Mission Mission in S-Rang abzuschließen, welche für einen stärkeren Charakter nötig ist. Wir bleiben jetzt erneut beim selben Team, weil wir haben ja nur Freezers Formen freigeschaltet, auch mehr nicht. Sonst hätte ich schon längst Jess und Guldo durch Rikom und Ginshu ersetzt. Der furiose Son Goku. Dann schauen wir mal, ob sie sich auch hier durchsetzen können. Den Super Saiyajin! Fail. Oh ja. So kam es dann, dass er zum Super Saiyajin wurde. Und jetzt kommt der ultimative Kampf. Und er beginnt schon richtig asi zu werden. Jetzt hält er sich wieder für so cool. Freezer, du solltest lieber nicht angeben, sondern zeigen, was du kannst. Oh Mann, bleib doch stehen. Oh, da blockt er ab. Okay, es ist auch nur ein einziger Gegner, aber der wird bestimmt, Mann, fürchte ich, stark sein. Den kann ich überhaupt nicht treffen, Mann. Alter Schwede. Der will's echt wissen. So, jetzt habe ich ihn aber. Und, kabumm. So. Oh nein! Shit, ich habe nicht gemerkt, dass Bata tot ist. Oh, fuck. Eieiei. Jetzt reicht's mal, du Spurst. Bam. Und wieder Jagdboni kommt. Nehmt ihn euch vor. Das kann ja zum Glück nicht unterbrochen werden. Ich setze noch ein bisschen was drauf, weil das gibt, glaube ich, zusätzlich Schaden. So, maximal. Und jetzt ultimativer Angriff. Also los. Ha. Hast du dir so gedacht? Warte, hell! Was ist jetzt wieder passiert? Wieso hat er so wenig Schaden genommen? Nein, jetzt hat er wieder diesen Kackangriff ein, den ich so schwer ausweichen kann. Jetzt kann ich nicht wiederbelebt werden, was? Ja, toll. Und Chess ist auch schon tot! Der ist doch Asi. Alter, ich will zu Chess! Komm! Wo ist er denn, bitteschön? Alter, wo ist er denn da gelandet? Mann! Dieser Son Goku! Lass ihn mal treffen, Mann! Alter, wie der ausweicht! Ah! Jetzt hat wieder diesen Kackangriff ein. Oh nein, jetzt ist Bart. Okay, er ist wieder belebt worden. Brauch jetzt nicht meckern. So. Alter, wieso wehrt er ab? Ich sehe nichts! Es wackelt viel zu sehr. Die Kamera ist auch wirklich blöd justiert. Jetzt bin ich wieder erschöpft, weil ich keine SP habe. Da kommt er wieder. Ah. Boah, das war knapp. So, jetzt reicht's. Du kassierst jetzt, mein Freund. Was zur Hölle? Wie hat er das jetzt wieder abgewehrt?
Irgendeinen Counterangriff muss es doch geben, den ich selber nicht kapiere irgendwie. Aha! So. Bleib da! Habe ich ihn getroffen? Ein bisschen angekratzt habe ich ihn, aber das ist nicht die Welt. So. Kabumm! Los, setz ihn auch noch zu schnell! Bam. Na, das siehst du mal. Oh ja, jetzt wieder. Super Angriff. Was? Nein! Nein, er wurde auch... Nein! Scheiße, jetzt habe ich ihn nicht getroffen, weil er selber in den Superangriff eingesetzt war. Genau zum selben Zeitpunkt wie ich muss er den Kack einsetzen. Wie behindert ist das denn? Jetzt reicht's. Wenn ich ihn damit nicht erwischen kann, dann muss ich ihn eben selber mit einigen meiner anderen Attacken zusetzen. So. Ja, das siehst du mal. Bam, 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 bam. Jetzt ist Freezer echt sauer. Alter, wow! Aber mit den Attacke, mit der Attacke ist zwar Pussy-Modus, aber mit der treffe ich ihn immer und mit der kann ich ein bisschen Schaden machen. So, wie schaut's aus? Der hat nicht mehr viel Energie. Das kann ich nutzen. Oh nee, ist wieder einer K.O. Aber gleich ist der auch down. Ah, verdammt! Wie viel braucht er denn noch? Ah, jetzt! 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 Yeah! Jetzt gibt er natürlich an, ist klar. Aber ich hab's geschafft. Ich glaube, wir haben alle Nebenmissionen von der Freezer-Saga durch. Und ich muss jetzt mal schauen, ob ich vielleicht dann auch noch diese andere Epoche-Episode, diese Mission 40 machen könnte. Ich bin Nummer 1 im Universum. Schon wieder nur Rang A, what the fuck? Hoffentlich kann ich wenigstens einen weiteren Charakter freischalten. Bitte. Ära 44. Nein! Ich wollte Freezer in seiner ultimativen Form haben. Shit! Naja, okay, was soll's. Man kann nicht alles haben. Andere Ehre-Mission haben wir jetzt mal frei. Schauen wir uns das mal an. Andere Ehre-Mission 44, der Krieger Bardock. Zerstöre Stadt. Ach nein! Das habe ich damals missverstanden. Ich bin so ein Idiot. Das ist die Karte, die zerstörte Stadt. Ich muss die Stadt nicht zerstören. Das ist eine Karte, Mann. Ich bin so ein Honk. Ich muss nur... Die Erfüllungsbedingung steht ja direkt darunter. Alle Gegner besiegen. Ultimatives Genjutsu Sogeto Kommando. Vielleicht kann ich da alle... vielleicht kann ich da alle vom Genjutsu Sogeto Kommando besiegen? Mann, C-Rang, oh Gott. Da habe ich ja S-Rang erreicht. A-Rang? Ja, da habe ich es verkackt. Der perfekte Körper ist da wirklich eine scheiß kack-schwere Mission. Ich würde vorschlagen, im nächsten Part werden wir es an, auch noch mit Mission 40 nochmal versuchen. Eine unzählige Ernte, weil da haben wir damals verkackt, weil viel zu viele Pflanzenmänner auf Plan traten. Wir hätten es beinahe geschafft, aber ich hatte dafür den falschen Charakter irgendwie. Da bekommen wir damit dann natürlich einen weiteren anderen Charakter am Start und Freezer darf da auch mitmischen. What the fuck, darf ich da alle verwenden? Ja cool, ich darf alle verwenden. Ja, da will ich vorschlagen, nächstes Mal nehme ich Trunks, weil Super Saiyan Trunks, mit denen kann ich wirklich am besten umgehen. Der ist wirklich krass drauf. Als Partner Super Saiyan Son Gohan, dann noch ein zweiter Partner Son Goku natürlich und ja, zum Abschluss einen weiteren mächtigen Kämpfer, Freezer. Ein ungewöhnliches Team, gell? Und das im nächsten Part. Daumen hoch, wenn es gefallen hat und ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush wurde für GT9. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.